Herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Podcast Besser lesen mit dem Falter. Mein Name ist Petra Hartlib und heute ist eine Autorin zu Gast, bei der ich im Sinne der Compliance gleich gestehen muss: sie ist Buchhändlerin und arbeitet schon lange in meiner Buchhandlung. Barbara Kartlitz ist also eine Kollegin. Aber sie ist auch Autorin und dieses Frühjahr ist ihr zweiter Roman erschienen. Schattenkühle. Und die Geschichte passt zum Sommer. Entführt sie uns doch in die wohltuende Kühle des Wienerwalds. Ich freue mich auf das Gespräch mit Barbara Kadlitz. Wir beginnen wie immer mit dem Cover. Es ist eine. Ein Gemälde, würde ich sagen. Also es schaut zumindest aus wie ein historisches Gemälde. Es ist ein bisschen ein magerer Baum drauf, der auf einem Abhang steht. Vielleicht erklärst du uns mal, wo denn dieser Baum steht und wie er auf das Cover aufgekommen ist. Also, das Bild an sich ist eine Grafikidee von Jorgi Poll, dem Grafiker äh, von der Edition Atelier. Also, er hat dieses Bild vorgeschlagen. Wir haben schon herumgetan und sehr viel überlegt auch, weil es ist ja ein teilweise zumindest historischer Roman über Josef Schöffel. Und es gibt wirklich eine tolle, eine tolle alte Karikatur aus aus den 1870er Jahren über ihn, aus der damaligen Zeitschrift Die Bombe. Und wir haben überlegt, ob wir nicht sogar diese Karikatur ein bisschen adaptieren und ihn aufs Cover hieven. Aber letztendlich haben wir uns dann doch für einen, einen eventuellen Wienerwaldbaum entschieden für das Cover. Da sind wir schon mitten im Thema. Ich glaube, wir müssen für viele Hörer und Hörerinnen. Mal ganz kurz erklären, wer ist denn Josef Schöffel und was hat der junge Mann mit dem Wienerwald zu tun? Ich könnte mir vorstellen, dass Josef Schöffel den Leserinnen und Lesern vom Falter vielleicht durchaus geläufig ist. Denn vor ein paar Jahren hat der Benedikt Narodoslawski einen tollen Artikel äh, über ihn geschrieben zum 150. Jubiläum zum, der Rettung des Wienerwaldes. Also vielleicht hat ihn der eine oder andere noch im Gedächtnis. Ansonsten Josef Schöffel war ein pensionierter K&K-Leutnant, der in seinen 40ern, nachdem er pensioniert war, im Kaffeehaus gesessen ist und viel Zeitung gelesen hat und festgestellt hat, dass da immer mal wieder Artikel erwähnt werden, dass der Bevölkerung schmackhaft gemacht werden soll, dass man den Wienerwald ähm, abholzen und die Flächen verkaufen könnte denn das K&K-Reich war zur damaligen Zeit, also in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts verschuldet. Es gab damals viele Kriegsausgaben, viele verlorene Schlachten. Kaiser Franz Josef musste irgendwie zu Geld kommen und eine Idee war eben den Wienerwald, der eigentlich vor allem, also, zu Jagdzwecken äh, genützt wurde, zu abzuholzen und zu verkaufen. Mhm. Und der Josef Schöffel hat aber jetzt quasi keine Funktion gehabt. Also er war jetzt nicht Forstbeamter oder Investigativjournalist oder ähm, bei Greenpeace äh, im 19. Jahrhundert, aber er hat trotzdem irgendwie diesen Wiederwald gerettet, oder? Ist das richtig? Ja, das ist korrekt. Wie hat also, er, das gemacht? er war zu dem Zeitpunkt Privatier und hat, also, er hat viele gut vernetzte Freunde gehabt, also auch eben Journalisten, ähm, Literaten. Und es war ein Momentum damals, denn es war ganz kurz nach der Einführung der Pressefreiheit. Also ein paar Jahre davor hätte er gar keine Medienkampagne, die er dann schlussendlich gemacht hat, machen können. Denn es war einfach die Zensur, es war verboten, aber Pressefreiheit war eingeführt. Und Josef Schöffel konnte dadurch, dass er durch seine Freunde und seine gute Vernetzung an geheime Informationen, also heute würde man vielleicht ihn als Investigativjournalist, als Whistleblower bezeichnen. Er war immer einen kleinen Schritt voraus und ist immer wieder an Informationen gekommen und hat dann all die Informationen, die er hatte, zum neuen Wiener Tagblatt getragen, hat den Chefredakteur einfach gefragt, gesagt, Schauen da ist dieser, also ich, ich glaube, da ist was und ich, ich würde das gern publik machen. Würden sie das mit mir machen? Und der hat ja gesagt. Da sitzen wir jetzt quasi im richtigen Haus dafür. Wir sitzen <laughs> im absolut richtigen Haus dafür. Also man könnte sich total vorstellen, dass Josef Schöffel da äh, heute zum Klenk zum gegangen ist ganz, und gesagt hat: schau mal, ich habe was Arges ja, gefunden, kannst du nicht was schreiben? Genau, ganz so kann man sich das lustig. vorstellen. Ja. ja, die große Frage ist jetzt natürlich, wie bist du denn auf die Geschichte gestoßen? Wir reden natürlich dann nachher noch wie der Roman aufgebaut ist, nicht damit man jetzt glaubt, es gibt jetzt, es ist ein historischer Romanwälzer, aber da reden wir nachher noch drüber, aber wie, wie bist du denn auf diesen Schöffel gestoßen, außer durch diesen großartigen Falterartikel. Ja, der Josef Schöffel, der begleitet mich seit meiner Kindheit. Das ist, ich komme aus einem Haushalt von Historikerinnen Historikern. Und auch wenn man sich in Wien bewegt und ein bisschen sozusagen da sensibel dafür ist, dann wird man bemerken, dass der Schöffel immer wieder, es gibt einen Gemeindebau, der nach ihm benannt ist. Es gibt die Schöffelgasse. Und wenn man im Wienerwald spazieren geht, dann wird man immer wieder mal mit ihm konfrontiert. Und dadurch, dass mir der Name Geläufig war, fällt, ist mir das halt immer aufgefallen. Und also gerade in, in Zeiten wie diesen, in Zeiten der Klimakrise, habe ich mir immer gedacht, also dieser Josef Schöffel, diese Figur, das ist so interessant, warum macht ja da keiner was? Also, ich bin ja ähm, wie du weißt, Buchhändlerin im Brotberuf und es erscheinen so viele tolle historische Romane. Und ich habe gedacht, so, also der Josef Schöffel, wann kommt denn da was? Ja? Und dann war eben einmal dieser Falterartikel und dann war das so, aber jetzt, jetzt werden alle sich denken, Wahnsinn, der Schöffel. Ja? Und äh, damals habe ich schon so ein bisschen mit dem Gedanken gespielt, das könnte eigentlich, die, die, die Figur finde ich großartig, ich würde gern was mit dem machen. Ja, das hast du das beantwortet. Jetzt müssen wir noch mal ein bisschen diesen Roman einordnen, denn ich habe schon angedeutet, wer sich jetzt einen historischen Roman erwartet, so ein 600 Seiten 19. Jahrhundertwerk, der wird ein bisschen enttäuscht sein. Wer keine historische Romane mag, der kann sich freuen, denn es ist kein historischer Roman. Und du hast es dir auch nicht so einfach gemacht. Du hättest ja einfach quasi einen Roman aus dem 19. Jahrhundert schreiben können über den Josef Schöffel. Nein, du hast die ganze Geschichte eigentlich in die Gegenwart geholt. Und zwar nicht jetzt zum Lobautunnel, sondern trotzdem in den Wienerwald. Wie bist du denn auf das gekommen und wie hast du das angelegt? Es, es ist charmant, dass du sagst, ich habe es mir nicht einfach gemacht, denn ich habe mir gedacht, ich habe es mir einfach gemacht, ja. denn ich glaube, was ich nicht leisten kann, ist alleine schon durch also Brotjobs und und Zeit Zeitgeschichten dass ich wirklich einen fundierten historischen Roman abliefern kann, äh, mit dem ich leben könnte. Also bei dem ähm, du jetzt mal zwei Jahre erstmal im Archiv sitzt. Wo ich ja mal zwei Jahre im Archiv sitze, genau. Also letztendlich ist es natürlich auch ähm, eine Faulheitsgeschichte, warum ich den Roman in die Gegenwart versetzt habe, aber nicht nur. Ich habe schon sehr sehr viel recherchiert, habe mir aber gedacht eben, ich kann das auch alleine sprachlich. Also es gibt ganz viele Dinge, finde ich, wo man ganz, ganz vorsichtig sein muss, äh, bei historischen Romanen dazu zu behaupten, wie die Leute gesprochen hätten also das kann ganz schnell schief gehen und das weiß ich einfach das werde ich nie authentisch machen können und deswegen habe ich mir überlegt also alles was jetzt sozusagen im 19. oder im beginnenden, bei mir im beginnenden 20. Jahrhundert spielt in den letzten Lebensjahren vom Schöffel das ist so eine Art Kunstsprache, die ich mir halt irgendwie also zurechtgelegt habe so eine Mischung aus modernem Deutsch und, und ein paar charmanten Vokabeln und die, die Gleichzeitigkeit war natürlich auch, weil mich ein klassischer historischer Roman auch nicht gereizt hätte, jetzt einfach nur das Leben runterzuerzählen, sondern ich wollte irgendwie ein bisschen eine Spannung reinbringen und eben das Ganze mit Klimaprotesten rund um den Wienerwald heute. Miteinander verbinden. Also, es beginnt ja eigentlich so, wie ich angefangen habe zum Lesen, haben wir gedacht, dass der Josef Schöffel ist so eine Art Wiedergänger Also, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, <laughs> aber der Josef Schöffel wabert sozusagen so aus dem 19. Jahrhundert, stolpert er auf der Suche nach einem legendären Schatz, das ja. wird dann nachher noch ein bisschen erzählt, in ein Protestcamp. Und zwar ein Protestcamp im Wienerwald, ja. im Hier und Jetzt. Mhm. Wer ist dieses Protestcamp? Also wie muss man sich das vorstellen? Ist das jetzt so ein bisschen was wie der Lobautunnel, wo da lauter junge Menschen äh, sitzen und eine Autobahn verhindern wollen? Äh, und was passiert in deinem Kopf oder in deinem Buch da im Wienerwald? Warum ist es überhaupt notwendig, da ein Protestcamp zu machen? Weil der Wienerwald ist ja hoffentlich unangetastet. Ja, also ich. ich die Idee war, ich wollte dem alten, dem heroischen Josef Schöffel, diesem Einzelkämpfer und diesem wütenden und starken Menschen jemanden gegenüberstellen, der genau das Gegenteil ist. Und dann habe ich mir gedacht, es gibt einfach einen Josef Schöffel, der auch, also, Namensgleich ist in der Gegenwart nur bei ihm, und das sieht man schon am, am Vornamen, es hat nicht einmal für einen Josef mit pH gereicht, sondern nur mit F. Und dieser Josef Schöffel will sich aus verschiedensten Gründen profilieren und ein Bürogebäude, ein nachhaltiges natürlich Bürogebäude in den Wienerwald setzen zum Waldbaden und Officen. Und ähm, das möchte ein klitzekleines Protestcamp verhindern. Und was mich natürlich... Reizt oder interessiert hat, ist immer nicht die Erfolge, sondern ich habe immer so ein großes Herz für, für traurige, ähm, eher ähm, barcherte Angelegenheiten. Und so ist dieses Protestcamp bestehend aus zwei Leuten, auch eher nur so ein bargertes Protestcamp, wo zwei ein älterer Herr und eine jüngere Frau miteinander protestieren. Und der Josef Schöffel. Dieser Bauherr ist jetzt auch nicht gerade, sage ich jetzt mal, der slickeste und taffste Bauherr, den man sich so vorstellen könnte. Also es ist eiert alles so ein bisschen und. Ähm ja. Also er geht jetzt nicht einfach hin und lässt das Protestcamp räumen, obwohl der Bürgermeister dieser kleinen Stadt äh, natürlich das von ihm der verlangt. Der Bürgermeister würde sich wünschen, nachdrücklich, denn es macht keinen schlanken Fuß, dass dieses Bürogebäude noch immer nicht gebaut ist. Aber Josef Schöffel, in, also der junge Josef Schöffel, hat einfach nicht den Biss und... Ist eigentlich in Wahrheit viel zu menschenfreundlich, um dieses Camp einfach räumen zu lassen. Der Josef Schöffel aus dem 19. Jahrhundert, also der mit dem PH, der, ich habe schon erzählt, der stolpert in dieses Protestcamp. Ja. Mhm. Das heißt du, dir, das ist ja das Tolle am Schreiben. Du, man kann sich Sachen ausdenken, auch Sachen, die nicht möglich sind. Es ja. ist quasi wie ein, ja, ein kleiner, ja, es ist ein Roman über einen Wiedergänger. Die erkennen den natürlich nicht. Was passiert denn da dann für Dynamik? Sie glauben einfach, er schließt sich ihnen an oder glauben sie, er ist von der Staatspolizei oder ja. was passiert dann? Je nachdem, ne? Er ist verdächtig, auf jeden Fall. Er könnte alles Mögliche sein. Er könnte ein Mitprotestler sein, der sich aus medienwirksamen Gründen vielleicht verkleidet hat, wie der alte Josef Schöffel, um, die Kampagne, um der Kampagne ein Gesicht zu geben. Er könnte aber auch ein eingeschleuster V-Mann sein, der irgendwie dieses Protestcamp von innen heraus aushöhlen will. Es gibt verschiedenste Theorien, die die Beteiligten ähm, aufstellen über ihn, dass er. Der alte Josef Schöffel aus dem 19. Jahrhundert ist, das glaubt natürlich keiner. Und das ist auch das, mit dem ich spiele. Also letztendlich geht es darum, ich wollte ich wollt was Lustiges schreiben. Ich wollte was schreiben, mit dem man sich gut unterhalten kann. Und der Witz sozusagen, diese Verwechslungen, die da permanent stattfinden, das war eben ein Reiz, ein Reiz an der Geschichte. Die Theorien, die die alle gegenseitig übereinander aufstellen. Und. Ähm, das, das war halt so das vordergründige Spiel mit diesen verschiedenen Persönlichkeiten für mich. Ich gehe ja sehr viel im Wienerwald spazieren und seit ja. ich dein Buch gelesen habe, denke ich natürlich immer an diesen legendären Wienerwaldschatz und denke mir immer, vielleicht sollte ich meinen Hund ein bisschen buddeln lassen. Also, der Josef Schöffel ist ja nicht einfach so in dieses Protestcamp gestolpert, sondern er ist verzweifelt auf der Suche nach diesem Schatz, vielleicht redest du mal kurz noch über den Schatz, ohne natürlich zu erklären, wo er ist, weil ich will ihn ja finden. Warum hat er das denn so notwendig? Ist er nicht ein gemachter Mann? Ja, er war ein gemachter Mann, eigentlich, ja. Also auch das ist wieder natürlich schriftstellerische Freiheit. Also das eine war, was ich auch gerne in dem Buch haben wollte, war also dieser reiche Wiener Sagenschatz. Das hat mir gut dazu gepasst zu einer Figur wie Josef Schöffel. Es musste für mich noch irgendeinen Legend, also es musste irgendeinen Anknüpf an eine alte Sage geben und so äh, kam der Schatz noch in die Geschichte. Und ich brauchte, ich habe einen Grund gebraucht, warum der alte Josef Schöffel äh, unterwegs ist, warum der nicht einfach satt und zufrieden zu Hause sitzt und äh, auf sein Lebensende wartet. So war es in der Realität, sondern ich dichte ihm an, dass er sozusagen delogiert werden soll und verarmt ist im Alter. Und also er muss sich verzweifelt auf die Suche machen nach einem legendären Schatz, von dem er eben gehört hat. Genauer möchte ich das gar nicht verraten. Also er ist unterwegs eigentlich auf Schatzsuche, denn er braucht dringend Geld auf seine ganz, ganz alten Tage. Und auf dieser Schatzsuche gelangt er dann in die Gegenwart direkt hinein. In die Baugrube des Protestcamps. Und da treffen sie alle aufeinander, die unterschiedlichsten Persönlichkeiten. Dann reden wir noch ein bisschen über den Josef Schöffel, über den armen Josef Schöffel mit F, also ja. der, der es nicht mal fürs pH Arme geschafft Junior. hat. Mhm. Uh, der Bürgermeister ist mit ihm in die Schule gegangen. Das ist natürlich ist so ein klassischer. Loser, du hast ja gesagt, du magst gerne die Verlierer und Verliererinnen, nicht die, die, die sozusagen immer glänzen und schreien hier, hier, sondern, ja, er ist ein bisschen verschwitzt, er ist ein bisschen dicklich, er ist ein bisschen unglücklich, ähm, man kann ihn nicht so richtig vor, man kann ihn sich so richtig vorstellen, er ist wahrscheinlich schlecht gekleidet, ähm, er kriegt es einfach nicht so richtig auf die Reihe. Was hat dich denn an diesen Menschen, was rührt dich an diesen Menschen? ja ich also ich weiß nicht ob rührung das richtige wort ist ich wollte eigentlich die geschichte von jemandem also ich wollte über generationen erzählen denn natürlich vordergründig ist es ein roman über josef schöffel und den wienerwald aber es steckt natürlich ein größeres thema dahinter also mich haben generationen interessiert generationen auch im Widerstand und auch eben also sozusagen Protestbewegungen, was da Generationen anders machen und wie Generationen miteinander umgehen. Ich arbeite das halt an diesem Umweltprotestthema ab, hätte man noch an einem anderen Thema machen können. Und gerade also dieser Josef, der so in seinen, also so, ich würde sagen, so Anfang 30, äh Ende 30, Anfang 40 vielleicht ist, der steckt fest sozusagen, in Ansprüchen, die von verschiedensten Seiten an ihn gestellt werden. Und eigentlich ist er ein Mensch, der versucht, sein, sein eigenes Leben zu führen, aber er kommt so selten dazu, weil er permanent damit beschäftigt ist, es allen anderen recht zu machen. Also den Bürgermeister. Den Bürgermeister. Und dann gibt es eine Figur in deinem Buch, die eigentlich so ein bisschen eine ja eine Hauptrolle spielt obwohl sie sich so zwischen die Zeilen reinschmiert das Definitiv. ist die Großmutter das ist die Großmutter wir müssen noch über die Großmutter Auf reden denn es ist eigentlich ein Roman über Großmütter auch ja. Ist es definitiv auch. Also, das, auch dieses Vordergründige, dass es da nur um Männer geht, also ich, das ist auch so eine Geschichte. Also die Frauen und die, also auch so ein kleiner feministischer Aspekt kommt da auch so, schleicht sich so an. Aus, ähm, also sozusagen, ist alles so ein bisschen hintergründiger angelegt. Ja, also diese Figur der Großmutter, die, also es. Ich habe versucht, zwei Gegensatzpaare zu schaffen: einerseits die Großmutter mit Josef Schöffel junior. Und das zweite Gegensatzpaar sind die zwei Protestler, der ältere Herr der also sozusagen eine Zwentendorf-Arena-Besetzung und so weiter Geschichte hinter sich hat ähm, und eine jüngere Frau, die ungefähr in dem Alter von dem jungen Josef Schöffel ist. Und die arbeiten sich eben gegenseitig aneinander ab und ähm, also sozusagen als große als großes Beispiel ist, ist halt sozusagen diese Großmutter, die da stellvertretend für eine Generation steht, ähm, die auch nicht aus ihrer Haut kann. Also, das eigentlich geht es mir darum, Menschen zu beschreiben, die allesamt nicht aus ihrer Haut können und deswegen oft gemein zueinander sind. Aber was ich immer schaffen möchte, ist dass man immer verstehen kann, warum sie so sind, wie sie sind und nicht aus ihrer Haut können. Und dass man alle, also du hast dieses Wort Rührung vorher erwähnt. Ich will, dass man, dass man eine Rührung für sie alle verspürt. Außer also vielleicht für den Bürgermeister. Für den vielleicht nicht, <laughs> aber, aber sonst. Bürgermeister ja. macht es einem relativ schwer. Wobei, wenn du natürlich eine Sidestep machen würdest und die Kindheits- oder die Aufwachsgeschichte des Bürgermeisters erzählen würdest, dann hätten wir sicher auch noch einen Moment der Rührung Ach, für nö. den Bürgermeister. <laughs> Nein. Also die Großmutter müssen wir uns jetzt mal so vorstellen, das ist eine wirklich alte Dame, inzwischen sehr alt. Sie bewegt sich eigentlich nicht mehr aus ihrer Wohnung, hält aber trotzdem den Josef Schöffel als ihren Enkel fest umklammert. Und im Grunde habe ich es so verstanden, er macht eigentlich alles, um der Oma zu gefallen. Ja. Ja, ist, also das, das ist das sozusagen dazu wurde er abgerichtet seit seiner Kindheit, wenn ich das jetzt so drastisch sagen darf. Und was mich dran natürlich im Hintergrund interessiert hat, ist also sozusagen diese Thematik, äh, Kriegsenkel-Thematik. Da gibt es ja ganz viel interessante Literatur dazu, was das mit Familien macht. Aber ich wollte das eben nicht so vordergründig erzählen, sondern dass das halt so im Hintergrund mitschwingt. Ich glaube, also in vielen Unterhaltungen, die ich führe, wenn ich mein Umfeld beobachte, wenn ich mir Familiengeschichten anschaue, es steckt so ganz viel. Also dieser zweite Weltkrieg steckt uns allen so durch familiäre Zusammenhänge, wie wir aufgewachsen sind, Eltern, Großelterngeneration. Also ich sage jetzt nur, also hier bei Josef Schöffel wird sicher zum Tragen, also Josef Schöffel Junior. Ähm, der Alte hat natürlich, war, war ja schon längst tot äh, zur Zeit des Zweiten Weltkriegs. Eine Erziehung, also diese, diese Erziehung von dieser Johanna Haarer zum Beispiel, die ja all, Generationen geprägt hat, wie umgegangen wurde mit, mit Kindern, ähm, was da für Vorstellungen gab. Und das alles war ja nicht so an der Oberfläche, sondern ist so subtil einfach eingedrungen in die Menschen und natürlich. Geht das sozusagen von Generation zu Generation weiter? Und mich hat das eben interessiert, anhand auch von diesen vier Persönlichkeiten einfach, denn man kann sich ja auch diesen älteren Herrn im Protestcamp genau anschauen. Warum ist der sozusagen, warum ist das, also auch die Generation der Alt 68er, möchte ich jetzt einmal, also sage ich jetzt einmal sehr. Schematisch, ähm, warum sind die, wie sie sind, aus einem Widerstand deren Elterngeneration gegenüber. Und also all diese Dynamik hat mich einfach total interessiert und das wollte ich da rein verpacken. Reden wir noch ein bisschen über die Sprache. Du hast vorher erzählt, dass du dir diesen Schuh nicht anziehen wolltest, quasi in einer historischen Sprache zu schreiben, dass du was lustiges schreiben wolltest, ja. das mhm. ist dir gelungen. Also Dankeschön. ich habe teilweise laut gelacht. War es schwierig, diese zwei Welten quasi in deinem Kopf zusammenzukriegen? Ähm, wie bist du da vorgegangen? Hast du erstmal recherchiert und hast dir quasi den alten Josef Schöffel gezeichnet oder bist du von Anfang an, ist es so ineinander gewabert und du hast ihn da immer wieder reinkretschen lassen in die Geschichte? Na, also, schwierig war es gar nicht. Mir hat das total Spaß gemacht. Und also, seine Sprache kann man sich ganz gut also, aneignen, jetzt im weitesten Sinne. Er hat eine Autobiografie geschrieben, die übrigens im Verlag von Karl Kraus äh, erschienen ist. Also die, hat, die haben sich auch gekannt, Karl Kraus und äh, Josef Schöffel, aber das jetzt nur so als kleine Schrulle nebenbei erwähnt. Und also, durch diese sehr ausführliche Autobiografie ist man sehr in seinem Ton drinnen. Also, so wie er. Als forsche Persönlichkeit war, war er auch also sagen in seinem Text, er verwendet, verwendet wahnsinnig viele Rufzeichen. Es hat mich oft sehr amüsiert. Er hat viele Artikel auch geschrieben. Er war ja auch dann journalistisch tätig, hat so Glossen übers Wandern, im Wienerwald eben teilweise geschrieben. Also man konnte sich den Sound, also es gibt sehr viel Josef Schöffels Sound schriftlich. Mhm. Das hatte ich, und das hatte ich dann eigentlich recht, also das war einfach dann schon so schnell Teil von mir. Und wie die anderen sprechen, das war mir eigentlich auch vollkommen klar. Also, mhm. das, das war keine Schwierigkeit, sondern es war ein, ein wirklicher, es hat mich das hat mir Spaß gemacht. Aber das gemacht, ineinander ja. zu verschränken, stelle ich mir ja ein bisschen schwierig vor. Du, musst ja, du lässt ja sozusagen zwei Jahrhunderte aufeinander prallen und mehrere Generationen, also die Großmutter alt. Der alt 68er, andere ja. Generation, die junge Frau im Protestcamp, Josef Schöffel ja. mit seinen 40, der alte Schöffel. Also wie wie kriegst du das im Kopf zusammen? Oder ist das nicht. ein Fluss gewesen? Das ist, das ist die Magie, gell? Das ist die Magie <laughs> <Das> des <laughs> Schreibens. Ist wahrscheinlich. Die Magie des Schreibens. Ich weiß das einfach, wie die, wie die, wie die sitzen. Ich sehe das alles, ich sehe nicht, wie sie aussehen. Aber ich sehe die Szenen vor mir und ich höre sie genau, wie sie reden. Ich habe diese Dialoge im Kopf, ich höre das einfach. Mhm. Ich, we ich, ich weiß das ganz genau. Ich weiß sogar, ja. wie sie aussehen. Vielleicht sollte ich das Drehbuch schreiben. Das ist total spannend, <laughs> weil wie die aussehen, habe ich wirklich. Also, ist dir egal. Es ist mir egal und ich weiß es wirklich nicht. Ja. Also, das Einzige, was ich halt weiß, ist, wie der Josef Schöffel senior ausgesehen hat, weil es von ihm äh, Gemälde gibt und eine Foto ein, zwei Fotografien. Aber ansonsten. Mir ist das nicht klar. Mhm, also m -m. hab da keine, das ist ganz verschwommen. Das Tolle an Romanen ist ja, dass du alles in der Hand hast. Du hast alles in deinem Kopf, du kannst alles hinschreiben. Und ich habe mir die ganze, wie wäre das, wenn man das verfilmen würde? Das wäre ja unfassbar teuer. Du müsstest eine Baugrube im Wienerwald errichten, du müsstest Bagger dahinstellen, oder ist das nicht cool, dass man das einfach so schreiben kann? Ich liebe das. Also eben, also abgesehen jetzt von dieser Baugrube, einfach, dass man die Menschen da einmal durch einen Tunnel spazieren lassen kann und dann sind sie in einer völlig anderen Zeit. Das ist, also es ist einfach wunderbar, das ist das Schöne am Romaneschreiben. Das ist das, was mich glücklich dran macht. Ja. Eben, oder auch so, wie du sagst, Dialoge schreiben. Wenn man merkt, ah, da geht sich dann irgendwas aus und eine Szene, das ist rund, dann das ist das größte Glück. Ja. Also, das macht einfach wirklich Spaß. Du hast ja schon gesagt, du wolltest ein Buch schreiben, das unterhaltsam ist. Jetzt kann man vielleicht auch so viel noch verraten. Es geht nicht ganz schlecht aus, ja, oder? Nein. Also, <laughs> also, führ mal ein bisschen die Fäden zusammen. Ich bin, glaube ich, also zumindest jetzt so, was mein Schreiben betrifft, bekannt dafür, dass ich immer, es muss immer eine Art Happy End geben, aber vielleicht nicht das Offensichtlichste. Vielmehr will ich. Will ich auch gar nicht verraten. Also, es vielleicht kriegt jeder was und jede, was er oder sie verdient hat, letztendlich. Das ist halt auch das Schöne am, am Romane schreiben. Ne? Man kann, man kann vielleicht ein bisschen gerecht, also, was man selbst als gerecht empfindet, ein bisschen Gerechtigkeit üben für so arme Figuren ich Joseph Schöffel Junior. Vielleicht äh, wird's, wird seine Zukunft ja nicht ganz, nicht ganz so deprimierend weitergehen. Ja, wie es sie, ist ja sogar ja. eine zarte Liebesgeschichte angedeutet ja, irgendwann. Das also braucht man das, natürlich auch. Ja, also das ist, es soll ein Buch fürs Gemüt sein und natürlich eine klitzekleine charmante Liebesgeschichte darf da auch nicht fehlen. Ähm, es ist ja dein zweites Buch, dein ja. erstes Buch mit dem, was du auch hier zu Gast im Ruin ist. Ja, ganz was anderes. Das ist ja im Hier und Jetzt absolut verortet in einem Beisel im 10. Bezirk. Blöderweise ist es mitten in der Pandemie erschienen. Das fand irgendwie die Ironie der Geschichte, ja. ein, ein Roman über ein Lokal zu schreiben, wo alle Lokale gesucht haben. Ja. Ein Sehnsuchtsort. Es Sehnsucht genau. war eigentlich damals ungewollt das Buch der Stunde, weil wir wollten alle in dieses Lokal. Ja. Jetzt mit dem Wort Titel, Schattenkühle, bist du ja eigentlich auch total. Wendig, weil das Thema Wienerwald, Umwelt, Hitze, Erwärmung der Stadt ist ja ein großes Thema. Ist dir das erst dann so im Nachhinein gekommen, dass das eigentlich auch total aktuell ist? Weil der Wiener, also ohne diesen Wienerwald würden wir alle verbrennen in dieser Stadt? Ja, das war das Visionäre an Josef Schöffel. Und das, also der Titel Schattenkühle ist auch ein Zitat. Also das Wort ist nicht von ihm, aber ein Wort aus, aus der Zeit und es ist aus einem Zitat von, von Josef Schöffel genommen. Ja, wir haben dem wirklich, also der war ein echter Visionär. Wir haben dem wirklich was, was zu verdanken, dass es diesen Wald noch gibt. Aber zu deiner Frage, also grundsätzlich glaube ich, bin ich einfach so ein echtes Wiener Kind und meine Romane, also das allererste, sozusagen, es muss ein ich will über, über ein Gefühl schreiben, ähm, irgendwie über ja, ich will über ein Gefühl schreiben und das hat viel mit Wien und Wien Umgebung auch zu tun, ein Lebens-, eine Art Lebensgefühl, jeweils halt, egal ob es jetzt äh, dann in, in Favoriten spielt oder eben an, an den Rändern in, im Wienerwald. Und ja, also ich bin eine Zeitgenossin, deswegen äh, mich lässt das nicht kalt, was rund um mich passiert. Das heißt, ich irgendwie, man braucht ein Ventil, glaube ich, und jeder findet sein Ventil in irgendeinem anderen, in einer anderen Sache. Und bei mir ist es äh, dann das Schreiben, definitiv. Auch äh, bei den Theaterstücken, die ich zusammen mit der Ursula Knoll schreibe. Wir haben auch immer aktuelle Themen. Ich glaube, das ist wahrscheinlich einfach eine Art Ventil, mhm. die die Wirklichkeit für sich selber zu verarbeiten und auszuhalten. Ja, dann sind wir alle gespannt aufs nächste Buch, was da für Thema kommt. Also, ich, obwohl ich ja mit der Barbie durchaus ein nahe Verhältnis habe, weiß ich nichts darüber. Aber wir sind gespannt und ich danke fürs Gespräch. Ja, danke für die Einladung. Bevor Barbara Kadletz uns eine kurze Stelle aus ihrem Buch Schattenkühle vorliest, ein paar Tipps der Falterredaktion. Hallo, mein Name ist Nina Horacek, ich bin Chefreporterin im Falter und habe Ihnen heute zwei Bücher mitgebracht, die zwei Dinge verbinden. Das eine ist, es sind beides keine Sachbücher und das andere, sie spielen alle in der Hitze des Sommers. Es sind Sommergeschichten, sonst sind sie total unterschiedlich. Das erste ist von Dennis Lehane, nehme ich an, spricht man aus. Ähm, Sekunden der Gnade im Diogenes Verlag erschienen, das ist ein Krimi. Der aber auch sehr politisch ist. Es spielt in Boston im Jahr 1974. Die Hauptperson heißt Mary Pat, ist eine Alleinerzieherin, deren älterer Sohn im Vietnamkrieg war, zurückkam, dann an sagen Heroin stirbt. Also es geht auch sehr viel darum, wie diese Droge in den 70er Jahren in die amerikanischen Communities reingeflossen ist und was da alles zerstört wurde. Und es ist der Sommer oder ein paar Tage bevor die Schule wieder losgeht, wo das erste Mal die Rassentrennung in Schulen aufgehoben werden muss. Also das Höchstgericht hat entschieden, dass Kinder mit dunkler Hautfarbe in Schulen gehen dürfen, wo weiße Kinder sind und umgekehrt. Mary Pat ist von irischer Abstammung und lebt in Southie in Boston, also im Stadtteil von Boston, der quasi irisch dominiert ist und ihre Tochter ist eine von denen, die in den Schulbus muss, um in eine anfangen, sagen Schwarze Schule geführt zu werden in dem letzten Jahr, was die Mutter wahnsinnig ärgert und was für also sagen da ist sie total dagegen und der Roman beginnt, als die Tochter verschwindet, also Jules, die 17-jährige Tochter kommt, ist am Abend fort und kommt nicht nach Hause und Mary Pat beginnt sie zu suchen. In der gleichen Nacht stirbt ein schwarzer Bursche, der gleichzeitig auch der Sohn einer Arbeitskollegin von Mary Pat ist. Und Mary Pat versucht dann herauszufinden, wo ihre Tochter ist, was passiert ist und wie der Zusammenhang ist zwischen dem Verschwinden ihrer Tochter und dem Tod dieses jungen Burschen. Und landet da sehr schnell, sehr tief in diesen irisch-mafiösen Strukturen, die es damals dort gab. Und ist auch dann mit ihrem eigenen Rassismus konfrontiert. Also ein sehr ähm, spannendes. Buch, ein sehr spannender Krimi über eine Mutter, die quasi Vendetta nimmt, der sehr viel auch erzählt ist über die damalige Zeit. Ganz, ganz anders ist das Buch der Irin Claire Keegan. Ich hoffe, ich spreche sie richtig aus. Das heißt Reichlich Spät und ist im Steidl-Verlag erschienen. Das ist sehr dünn, das sind ungefähr 60 Seiten, aber es ist eine Geschichte einer Liebe, die sich nicht erfüllt, sozusagen, oder einer Beziehung, die scheitert, wo jedes Wort am richtigen Platz ist, sozusagen. Also es ist sehr kurz erzählt, aber sehr klar. Es spielt in Dublin und ist erzählt aus der Sicht von Castle, einem nicht mehr ganz jungen Mann, der sagen, am Tag, an dem eigentlich seine Hochzeit stattfinden sollte, sich zurückerinnert, was jetzt eigentlich passiert ist und wie. Seine Beziehung mit Sabine, die aus Frankreich stammt, gescheitert ist. In Wirklichkeit ist es auch eigentlich die Erzählung eines sehr misogynen Mannes, der eigentlich nicht in der Lage ist, eine Frau zu respektieren und zu lieben. Es ist keine Anklage, es ist eine sehr klare Erzählung. Es ist auch so dünn, dass man es gut ins Bad mitnehmen kann. Und es liest sich einfach sehr gut. Also, die Autorin ist eigentlich eine wirklich tolle Erzählerin und man erlebt als Leserin sagen, von hinten nach vorne noch einmal dieses Scheitern dieser Beziehung mit. Und das ist sehr mitreißend erzählt. Also beides sind Bücher, die Ihnen hoffentlich gefallen werden. Ja, vielen Dank für die Tipps. Und nun hören wir Barbara Kartletz mit einer kurzen Stelle aus Schattenkühle erschienen in der Edition Atelier. Josef Schöffel hackte. Josef Schöffel schaufelte. Die Arbeit ging ihm nur langsam von der Hand. Vor ihm, hinter ihm, über ihm, wohin man blickte. Wald, Wald, Wald. Hatten Sie alles ihm zu verdanken, dass der noch da war, dieser Wald? Aber erwiesen Sie ihm jetzt im Alter auch ein wenig Respekt dafür? Nein. Das Volk war undankbar und vergesslich. Wenn sich die Leute überhaupt einmal an etwas erinnerten, dann höchstens an das Böse, das ihnen zugefügt worden war. Aber das Gute, das vergaßen sie sofort. Sein alter Freund Baron Possinger hatte dahingehend schon recht gehabt. War er damals auch noch so sehr in der Gunst der Massen gestanden? Heute war er für sie verschollen und vergessen. Da konnte auf dem Gedenkstein, den sie ihm hinten im Wald Anno dazu mal hingestellt hatten, noch so sehr zur bleibenden Erinnerung draufstehen. Heute wollten sie ihn nur noch loswerden. Manchmal, wenn es schon recht dunkel war, hatte sich Josef Schöffel früher an sein verwittertes Denkmal herangeschlichen und es von den gröbsten Überwucherungen befreit. Aber irgendwann hatte er es wieder aufgegeben, denn das Ganze war schließlich eine recht peinliche Angelegenheit, und für sowas wie Grabpflege zu Lebzeiten war er dann doch nie Wiener genug gewesen. Er hackte jetzt mit zunehmender Verbissenheit. Es galt keine Zeit zu verlieren. In den nächsten Tagen oder schlimmstenfalls morgen schon würden sie dastehen und ihn aus seinen eigenen vier Wänden schmeißen. Die Logierung in die Waisenanstalt, die er ihnen einst aus Barmherzigkeit gestiftet und hingebaut hatte, das musste man sich einmal mit all seiner ironischen Grausamkeit auf der Zunge zergehen lassen. Er hieb mit der Spitzhacke in die Erde und überging einen stechenden Schmerz in den Lenken. Dabei war er doch stets ein vermögender Mann gewesen, Realitätenbesitzer, Bankrott. Das konnte doch nicht stimmen. Da musste doch irgendein Irrtum vorliegen. Loswerden, das wollten sie ihn, jetzt wo seine liebe Frau tot war. Aber mit gutem Gewissen. Das Waisenhaus war dann natürlich die eleganteste Lösung: eine ehrenvolle Unterbringung für den einstmaligen Wohltäter und Bürgermeister im Kreise seiner Zöglinge ihn ekelte vor der Habgier dieser Menschen, was auch immer sie mit seiner Immobilie und seinen Besitztümern vorhatten, und vor ihrer Undankbarkeit. Was hatte er nicht alles in selbstlosem Engagement für diese obskure und unscheinbare Gegend hier getan? Als er damals angekommen war, hatte er ein ungepflastertes, dunkles und überschuldetes Nest vorgefunden und sonst gar nichts. Die zur Gemeinde gehörenden Realitäten waren zum Großteil verfallen, höchstens eine Republik von Ratten trieb dort ihr Unwesen, alles war im desolatesten Zustand gewesen. Und die Grundstücke rund um den Ort, nichts mehr als abgewirtschaftete Hutweiden, kaum gut genug für das örtliche Vieh. Wo man hinsah, Berge von Unrat, Schmutz und Geröll. Und die Menschen, die hier hausten, das waren doch Wilde, Wilde. Die Kinder hatten mit herumliegenden Totenschädeln aus den Türkenkriegen Kegeln gespielt. Und was nicht noch alles? Das waren die Zustände. Er. Und nur er hatte sich hier aus Philanthropie und weil man ihn in das Amt des Bürgermeisters genötigt, ja gepresst hatte, um alles gekümmert: um den Straßenbau, die Kanalsanierung, die Gasrauen, schließlich die Trottoirlegung mit neuwertigen Klinkerpflaster nicht mit ordinärem bröckelndem Granit, damit der Böbel schön flanieren und ihn dabei vergessen konnte. Sogar ein Theater hatte er ihnen hingestellt, fürs Gemüt, und einen lebensgefährlichen Felsvorsprung hatte er wegsprengen lassen, damit sie besser vorwärts kamen. Eine zweite Amtszeit hatte es gebraucht, um alles zu schaffen. Damals hatten sie ihm noch einen Ehrenbürgermeistertitel angedient und wollten ihn mit dem eisernen Kronenorden dekorieren. Aber wenn er heute mit seinem mit Silber beschlagenen Gehstock durch den Ort promenierte, kam kein Gruß, kein Wort der Ehrerbietung. Ihm war eher so, als würden die Leute die Straßenseite wechseln, wenn sie ihn sahen. Das war's schon wieder mit Besser lesen mit dem Falter für heute. Unser Gast war Barbara Kadlitz mit ihrem Buch Schattenkühle, erschienen in der Edition Atelier. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, freuen wir uns, wenn Sie ihn abonnieren und bewerten. Entweder bei Apple Podcasts, bei Spotify oder in der Podcast-App Ihrer Wahl. Informationen zu den Büchern bekommen Sie auch auf falter.at/slash buchpodcast. Oder in den Shownotes zu jeder Episode. Wenn Sie die Bücher kaufen wollen, dann tun Sie das am besten in einer Buchhandlung. Die Technik wurde betreut von Miriam Hübel, und in zwei Wochen gibt es eine neue Folge. Ich freue mich auf das nächste Mal.